So, was geht ab, Freunde? Ich komme gerade vom VBL-Spieltag und deswegen dachte ich mir, hey, zum passenden Anlass kann ich doch mal wieder ein neues Taktikvideo aufnehmen, weil ich in letzter Zeit viel rumgetestet habe. Und ihr glaubt es kaum, ich bin wieder zu meiner Startformation zurückgekehrt, zu der 4-3-2-1-Formation. Und dafür habe ich jetzt eine ganz, ganz nice Taktik mir herausgesucht, beziehungsweise ich habe mich mal ein bisschen bei den Pros umgehört und mal rumgeschaut und habe das Ganze auf mich ein bisschen angepasst. Ich werde euch das Ganze gleich zeigen plus kurz erklären. Deswegen bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran. Zieht euch das alles rein, weil in meiner Erklärung könnt ihr vielleicht raushören, hey, okay, er hat jetzt die Breite so gemacht, weil ihm das und das gefällt. Gefällt mir tendenziell nicht, deswegen mache ich die Breite mal anders. Also ihr müsst halt generell einfach ein bisschen gucken, ob die Formation für euch so passt. Deswegen werde ich zu jeder Sache kurz was sagen, was ich mir dabei gedacht habe, beziehungsweise was vielleicht auch die Pros sich dabei denken, weil ich selber bin kein Pro. Eine Formation macht einen auch nicht zu einem Pro, aber sie macht einen doch schon zu einem besseren Spieler, wenn es halt zu dir passt. Also eine Formation, wenn ich jetzt die 4-3-2-1 spiele, heißt es nicht gleich direkt, dass jeder mit dieser 4-3-2-1 am besten spielen kann. Und auch nicht mit meinen individuellen Taktiken. So, ne? Das sei mal gesagt am Anfang des Tages. Aber nichtsdestotrotz machen individuelle Taktiken schon viel aus, weil du halt damit nicht so besser wirst direkt, sondern dein Team halt einfach nochmal ein bisschen besser deinen Bedürfen anpasst. Verstehst du, wie ich meine? Also so, du passt halt das Player-Movement, das Player-Positioning mit den ganzen individuellen Taktiken an, sodass sie halt für dich deinen Lieben entsprechend oder deinen Interessen entsprechend laufen und sich anbieten. Und so kannst du dann halt eben auch besser spielen, wenn die Spieler halt dort stehen, wo du es am liebsten haben willst. Weil jetzt, glaube ich, so umständlich erklärt, wie es gar nicht hätte sein müssen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen will. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, lasst ihr noch mal ein bisschen Support hier bei dem Video, einfach mal ein Like da lassen. Wir können ja versuchen, die 100, wenn nicht sogar die 150 Likes, also pusht euch ein bisschen 150 Likes auf diesem Video zu knacken. Sendet es auch gerne euren Freunden, die vielleicht mal auf der Suche nach einer neuen Formation sind oder sich in letzter Zeit mal über die Weekend League aufgeregt haben. Also letztes Wochenende, so wie jeder. Nee, aber ja, man kennt es vielleicht, man braucht mal irgendwie einen neuen Schwung, man braucht mal eine neue Formation. Deswegen hoffe ich, dass euch diese Formation hilft und auch gefällt. Deswegen testet sie am besten sonst einfach mal aus und wie gesagt, hört darauf, was ich sage, dann könnt ihr die nochmal euren Interessen entsprechend ein bisschen anpassen und ansonsten folgt gerne rein, um in Zukunft sowas nicht zu verpassen. Am Wochenende kommen immer Investment-Videos, unter der Woche auch UV-Listen-Videos, dann kommen auch manchmal kleine Pack-Openings, dann kommen solche Taktik-Videos, Team-Building-Videos etc. Ihr kennt das System, beziehungsweise die Leute, die hier schon länger folgen, kennen die Videos, die ich hier bringe wöchentlich. Aber falls ihr hier neu auf ein Video gestoßen seid, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Follow da lasst. So, jetzt aber genug geschnackt und wir gucken uns jetzt hier im Hintergrund mal die PlayStation 5 an und mein Team. Ja, das ist so mein Untrade-Team, mit dem ich immer zocke, wenn ich gerade keine Spieler kaufe, weil ich sie testen will oder weil ich mein Team mal ein bisschen umstellen möchte, etc. Wobei mir gerade auffällt, dass ich doch letztens Vardy gezogen habe, oder? Vardy übrigens auch eine kleine Empfehlung von mir. Die Karte ist ultra geil. Die macht richtig Bock. Hier, habe ich doch sogar. Real Talk, habe ich sogar. Vardy kann ich jetzt richtig geil mit Pope und dann noch einem anderen Engländer zusammen einbauen. Zum Beispiel Trippier. Das würde, glaube ich, gehen, aber dann bräuchte ich noch einen anderen Flügel. Deswegen überlege ich jetzt tatsächlich auch Jairzinho zu machen, weil ich könnte tatsächlich auf dem linken Flügel Mbappé spielen, im Sturm dann Vardy, auf dem rechten Flügel Jairzinho. Auf dem ZM könnte ich mir dann noch Zidane mitnehmen. Rechtsverteidiger könnte ich dann sogar Klaus lassen oder Trippier spielen. Und im Tor könnte ich dann Pope spielen. Dann bräuchte ich nur noch einen anderen IV, weil da habe ich keinen. Ich habe keinen anderen IV außer Aljamik. Deswegen könnt ihr ja mal kommentieren, wenn ihr einen IV euch auswählen könntet, der hier ins Team... Oh doch, ich habe ja Ferdinand. Stimmt, lol. Ich könnte einfach Ferdinand spielen. Warte mal ganz kurz. Das halten wir jetzt hier mal im Video ganz kurz fest. Wenn ich jetzt Ferdinand hinstelle, Pope hier hinstelle, dann Vardy hier vorne statt die Maria hinstelle, die beiden tausche, diesen Move hier macht, bababuff, haben wir das auch gemoved. Dann haben wir hier noch Kesa. Der kommt dann ebenfalls auf die Bank. Thierry Henry rein. Ich könnte ja sogar Thierry Henry erstmal spielen, bevor ich Jairzinho habe. Gib ihm einfach rechter Flügel. Bup. Haben wir die Männer hier ausgestattet. Dann ist Vardy aber absolut noch nicht auf Chemistry. Achso, Trippier. Ja gut, ja, wir bleiben drin im Movement. Wir bleiben drin im Movement. Bup. Oh, mashallah. Das funktioniert einfach. Lol. Das ist ja richtig cool. Also De Paul ist geil und auch allgemein die Aufstellung, wie ich sie hatte, war auch geil. Aber es funktioniert halt einfach so. Ich kann einfach so zocken. Das ist ja richtig nice. Ich kann einfach Vardy zocken. Cool. Weil ich habe Kesa und Di Maria jetzt echt lange gezockt und die gehen mir irgendwie langsam auf den Keks, muss ich sagen. Und ihr wisst ja, ich werde mir erst beim Toti ein richtig geiles Team bauen. Deswegen checkt dann auf jeden Fall auch mal meinen Kanal ab, wenn das Toti da ist, was ich mir für Karten gekauft habe. Das werde ich euch natürlich dann hier bei YouTube wahrscheinlich auch irgendwie mitteilen oder ein Video dazu machen. Es wird wahrscheinlich ein Messi werden. Ich bin der Meinung, Messi kommt safe und ich habe richtig Bock, mir Messi Toti zu holen und dann mal gucken, wen ich mir noch so im Mittelfeld oder so dahin stellen werde. Aber ja, gut. Zurück zum Taktikvideo. Kurz mal abgeschweift, aber finde ich, glaube ich, ganz cool. So, das Team könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Team fändet. Und jetzt werde ich euch mal meine 4-3-2-1 Taktiken dazu zeigen, wenn ich sie denn jetzt überhaupt noch hinbekomme. Gut, 4-3-2-1 Taktik. Ich habe sie bei defensive Taktik. Das hat aber nichts damit zu tun. Also könnt ihr hinpacken, wo ihr wollt. Ich packe halt die Formation meistens irgendwo random hin. Deswegen ist jetzt wie hier bei sehr offensiv auch eine Fünferkette und so. Also ich lege da nicht so viel Wert drauf, dass jetzt die defensivste Taktik hier ist und die offensivste Taktik hier ist. Ich merke mir halt einfach, wo ich gerade meine Main-Formation habe und da switche ich hin. In-game gucke ich
dann, ob ich vielleicht nochmal die Formation switche. Aber meistens switche ich die Formation eh nicht rum, sondern ich habe meine eine Main-Formation. Behalte die natürlich die anderen auch noch, die ich davor gespielt habe, falls ich dann mal zurück switchen möchte auf eine alte Formation als Main-Formation. Aber in-game mache ich eigentlich keine Changes von Formation. Höchstens mache ich mal Pressing oder so. Naja gut, Defensivstil ausgeglichen. Breite 35 und Tiefe 72. So, warum habe ich ausgeglichen? Weil man ausgeglichen einfach spielt. Wenn du Druck nach Federn spielst, dann könnte es sein, dass deine Verteidiger halt zu hoch rausrutschen und du in Konter läufst. Pressing nach Ballverlust, genau dasselbe. Ständiger Druck, sowieso dasselbe. Also da kannst du richtig geil ausgekontert werden. Und zurückfallen lassen finde ich halt zu passiv und defensiv. Deswegen einfach ausgeglichen, dass du selber manuell einfach die Räume zustellst und halt attackierst. Breite 35. Ich mag das halt bei dieser Formation, dass sie sowieso schon theoretisch ein bisschen breiter ist. Deswegen habe ich sie ein bisschen enger gezogen, sodass sie halt nicht zu breit ist und ich nicht zu viele Räume in der Mitte frei, nicht zu viele Räume in der Mitte freigebe. Und Tiefe 72, ihr seht es hier, wenn ich einen nach links gehe, Tiefe 71, ihr seht es, wenn ich jetzt hier nämlich einen nach links gehe, ich hatte es gerade irgendwie auf 72, vielleicht war das ein Fehler, weiß es gerade gar nicht, ich dachte irgendwie, es wäre bei 72, aber es ist tatsächlich bei 71. Und zwar switcht der ganze Bums hier um. Defensive Taktik, Tiefe, deine Spieler wählen eine ausgeglichene Formation und stehen im Spielfeldzentrum, wenn der Gegner den Ball hat. So kannst du versuchen, die Oberhand im Mittelfeld zu gewinnen. Wenn ihr ein weiter geht, es geht halt wie gesagt gar nicht um diese 70 Tiefe, sondern es geht um diese Anweisung, die dann kommt. Deine Spieler stehen hoch, wenn der Gegner den Ball hat, damit übst du Druck auf das Team im Ballbesitz aus. Wenn deine Abwehr hoch steht, bist du aufgrund der entstehenden Räume anfällig für lange Bälle. Das stimmt, ja, aber lange Bälle kannst du halt individuell, wenn du deine IVs auswählst und nach hinten läuft, abfangen. Plus der Gegner kann dich halt so, wenn du mit 70 spielst, kann er das noch. Wenn du mit 71 spielst, kann er dich halt nicht mehr so gut reindrücken. Das heißt, du stehst halt, wie es da steht, relativ hoch und übst automatisch ein bisschen Druck aus. Und dadurch kannst du selber auch geil Konter fahren, aber wirst meiner Meinung nach nicht so leicht ausgekontert, als wenn du jetzt hier irgendwie Pressing nach Ballverlust oder sowas spielst. Deswegen finde ich das eine ganz geile Sache, um halt nicht hinten reingedrückt zu werden. Und das eröffnet halt geile Optionen dann auch nach vorne, wenn du schnelles Umschaltspiel machen kannst. Was dann nämlich zur Offensive kommt, da habe ich auch ausgeglichen. Brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Und dann direkte Pässe. Wie gesagt, schnelles Umschaltspiel, direkte Pässe kannst du halt richtig geil nach vorne kombinieren und geiles Passspiel machen. Und die Spieler bieten sich einfach richtig geil an. Und ja, ich mag das. Das ist die Tiki-Taka-Fußball. Hier auch wieder Breite 40. Kann man auch auf 35 machen. Ich habe mich jetzt an 35 orientiert, dachte, okay, ist noch ein bisschen zu eng. Bin dann einfach auf 40 gegangen. Macht aber im Endeffekt keinen Unterschied. Müsst ihr mal testen, was für euch hier am besten klappt. Weil ich mag es, wie gesagt, nicht, wenn die zu weit auseinander sind. Spieler im Strafraum habe ich tatsächlich einfach auf 5 gelassen. Ja, wenn ich auf einen höher gehen würde, dann wäre mir das, glaube ich, zu offensiv. Und dann könnte ich, glaube ich, leichter ausgekontert werden. Deswegen habe ich es einfach auf 5 gelassen und Eckenfreistöße auf 2. Das ist so ein Standardding. Wenn du auf 1 gehst, hast du halt nur einen im Strafraum. Und da Eckbälle schon ziemlich OP sind und man auch mal Tore machen kann, lasse ich das Ganze hier auf 2, aber auch nicht höher, damit ich nicht ausgekontert werde. Dann kommen wir zu der Aufstellung, ne? 4-3-2-1, sagt der Name ja schon. Ich habe ja gerade nochmal rumgeswitcht, deswegen ist das, glaube ich, hier gerade alles ein bisschen falsch. Habe ich eigentlich Chiesa gespielt, hier die Maria, hier Mbappé, hier Payet, hier meinen guten Bellegarde 6er und dann Guendouzi hier, beziehungsweise De Paul vorher hier. Meine IV ist, ja, sieht gleich aus, Ferdinand, Bailey oder Bailly, Capdevila, Trippier und Pope im Tor. Und dann kommen wir zu den Anweisungen. So, da wird es jetzt spannend, Freunde. Wir fangen an beim Stürmer. Wir haben Abwehrüberlauf. Mehr braucht ihr nicht auf Mbappé. Der macht vieles schon von selbst und dadurch, dass er auch der mittlere Stürmer ist, steht er meistens auch geil. Mit diesem Abwehrüberlauf kannst du geil mal einen Ball spielen. Er macht geile Räume auf. Für den anderen Stürmer, der bei mir ist, Vardy, der kriegt auch Abwehrüberlaufen und dadurch hast du dieses Doppelsturm-Duo, die irgendwie geile Laufwege machen, sich geil anbieten und die du dann auch geil mal durchschicken kannst, weil man in der Offensive wirklich eine richtig krasse Offensive hat. Also du spielst offensiv sozusagen ein 4-2-4. Und dabei sind Vardy und Mbappé deine Stürmer. Thierry Henry ist der linke Stürmer, der hat nämlich defensive Verstärken. Und Dimitri Payet ist sozusagen der rechte Stürmer. Der hat nämlich als Achter alles auf Standard. Defensiv switcht sich das dann nämlich. Das ist ja dieses Geile an dieser Formation. Wenn du auf Dimitri Payet, weil er ja Achter ist, einfach alles ausgeglichen hast, geht er halt, wie gesagt, offensiv auf dem rechten Flügel so mäßig. Und defensiv ist er rechtes Mittelfeld sozusagen. Das heißt, und defensiv ist er rechtes Mittelfeld sozusagen. Genau dasselbe bei Thierry Henry. Offensiv ist er so linker Flügelmäßig, wegen diesem defensive Verstärken. Aber auch wegen diesem defensiven Verstärken kommt er halt mit nach hinten und bildet sozusagen das linke Mittelfeld. Und dadurch bist du dann defensiv mit 2 Sechsern bzw. Achtern abgesichert. Und außen eben über Payet und Thierry Henry hast du dann auch noch 2 Außenspieler plus deine beiden Stürmer. Und offensiv, wie gesagt, ist es dann 4-2-4 eher. So, beziehungsweise fast sogar ein 4-1-1-4. Weil Bellegarde den alleinigen Sechser macht mit hintenbleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Und Guendouzi halt nur Mitte abdecken hat für die Defensive. Aber er geht halt trotzdem gut mit nach vorne. Deswegen würde ich sogar sagen,
offensiv ist das Ganze ein 4-1-1-4, weshalb du halt offensiv richtig geile Angriffe starten kannst, richtig geiles Kombinationsspiel, deswegen habe ich das, wie gesagt, auch mit den direkten Pässen etc. Aber defensiv stehst du halt trotzdem gut, weil die sich dann halt in ein 4-4-2 sozusagen formieren und dann bist du halt im Mittelfeld gut abgesichert mit 4 Mittelfeldspielern und davon sind dann, ja, Guendouzi und Bellegarde, wie gesagt, die die Mitte absichern und die anderen beiden, die die Außen absichern. So viel zu den Anweisungen und warum, weshalb. IVs hinten bleiben, ja, macht man immer. Der Rechtsverteidiger geht ein bisschen mit nach vorne. Dadurch hilft der Payet noch ein bisschen auf den Außen, weil Payet als Achter nicht automatisch komplett nach außen geht. Also er geht so in diese Richtung, rechter Flügel. Aber mit Trippier kannst du halt nochmal überlaufen. Und dadurch hast du halt hier so eine richtig geile, ja, sag ich mal, Angriffskraft. Wenn Vardy und Mbappé halt ein bisschen mehr sich in der Mitte aufhalten, hast du Payet, Trippier ein bisschen außen. Auf der anderen Seite, Thierry Henry macht da seinen Job alleine. Und Capdevila sichert dann halt hinten ein bisschen ab, so dass du halt zumindest immer eine Dreierkette hinten hast. Plus Bellegarde halt als Sechser. Und offensiv hast du dann halt, wenn Trippier mit nach vorne geht, halt einfach insgesamt 6 Angriffskräfte. Und vertraut mir, Freunde, das ist geisteskrank. Also damit kriegst du jede Abwehr früher oder später mal zu deinen Chancen geknackt. Ob du sie dann reinmachst oder nicht, das liegt natürlich dann an dir. Ich bin der Meinung, das ist wirklich mit die beste Offensivtaktik, die es gibt. Und auch defensiv, wenn du es so einstellst, stehst du trotzdem ziemlich safe, musst aber auch viel individuell verteidigen. So viel sei auf jeden Fall gesagt. Nick Pope kriegt dann noch Flankenfänger und damit sind wir auch mit allen individuellen Taktiken durch. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch helfen. Kopiert euch das, wie gesagt, gerne. Schreibt es in die Kommentare, was ihr am Team ändern würdet, was ihr an der Taktik ändern würdet, welche Formation ihr vielleicht gerade favorisiert spielt. Sendet es euren Freunden, lasst Supporter und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.